So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind hier wieder beim neuen Community Raid, denn der März hat begonnen, die Raid-Bosse haben gewechselt, Mewtwo ist weg, die Vögel sind weg, alle drei auf einem Schlag und was ist wieder da? Demeteros, genau, erstmal in der Inkarnationsform. Jetzt haben gestern schon wieder alle gefragt, ich denke die Tiergeister kommen, ja die kommen auch, aber alle drei kommen erstmal in der Inkarnationsform, dafür aber auch als Shiny verfügbar. Gab es bisher nicht als Shiny, sind also drei neue Shinies, die ihr für eure Sammlung bekommen könnt, an legendären Raid-Bossen oder wer die noch gar nicht hat, diese Viecher, kann die sich natürlich schnappen. Die Tiergeister werden auf jeden Fall noch heftiger, beziehungsweise werden heftig. Die sind ja nicht heftig, die anderen sind also nicht heftiger. Die sind dann heftig vielleicht, die jetzt nicht so. Sind auch immer nur kurze Zeit da. Jetzt ist Montag, 8 Uhr, Demeteros drin. Und Samstag. Samstag, 8 Uhr, kommt auch schon wieder der nächste. Das heißt, der ist nicht mal eine ganze Woche drin. Samstag auch Datiri Sea Day. Jetzt möchte ich euch aber mal fix hier hinstellen und mal kurz hier in die App reingucken. Hier seht ihr nämlich den Raid-Boss Demeteros, der sitzt hier an der Arena. 47.000 WP, alles klar. Freien Pass gab es auch und wer alles mitmacht, möchte ich euch jetzt hier zeigen. Ich habe nämlich daraus gelernt, immer wenn ich die Konda poste, kommen die Leute und schreiben sich einfach unter diese Grafik drunter. Und keiner sieht den Beitrag mit dem Community Raid. Jetzt habe ich das vereint. Ich habe diese Konda-Liste, diesen Beitrag, wo man alles sieht über Demeteros, gleichzeitig zusammen mit dem Community Raid gepostet. So sieht das dann aus. 25 Kommentare waren hier. Wenn ich die wieder sortiert habe, nach Neueste zuerst, bin von unten rangegangen, habe ich geedit. Kuli, Uhuwe, Fabi, Claudi, Bestes Lama, Chevy, Shiggy, Gitchi, Carsten, Shania, der Gamer, Lost Lift. Warum habe ich den eigentlich nicht in meiner Liste? Habe ich den in meiner Liste? Wenn nicht, bitte melde dich mal bei mir. Dich hätte ich gerne noch in meiner Liste. Wer zu spät kam, seht ihr hier, ist der Rest. Schade, bin zu spät. Da hat sogar einer gecheckt. Wie schnell sind die Plätze vergeben? Ja, das geht fix. Was steht hier noch drin? Können wir auch mal gucken. Bin ich jetzt dabei oder nicht, ne? Lest doch einfach mal, was da steht, Bruder. Es steht doch immer alles da. Wer eine Einladung bekommt, also wenn ich ihn nicht edde, dann ist er nicht dabei. Wenn ich ihm kein Herz hinten auf den Kommentar gebe, dann habe ich ihn nicht geeddet, dann ist er nicht dabei. Wenn ich den Leuten ein Herz gebe, die ersten 10, wie gesagt, ich drücke auf das Herz, wenn ich euch eine Einladung schicke und ihr dabei seid. Wer schon in meiner Liste ist, kriegt natürlich ein Herz. Weil er auch dabei ist. Und wer kein Herz hat, der ist halt auch nicht dabei. Und wer sieht, ja, ich habe kein Herz, der hat mich auch nicht geedet, der hat mir keine Anfrage geschickt, dann seid ihr halt nicht dabei. Es sind halt die ersten 10, anders kann ich es leider nicht machen. Jetzt muss ich noch fix was zum Übergang fangen. Wir nehmen mal das... Guck mal, da sitzen zwei Schwalben. Wir nehmen mal eine weg, damit die anderen sich nicht so benachteiligt fühlen. Bauen schnell alles auf und melden uns dann direkt im Raid wieder. So, es ist genau Punkt 10 Uhr, das heißt, wir gehen mal auf die Liste drauf. Wir machen hier überall schon mal die Pässe bereit. Ich bin mal gespannt, ob wenigstens ein Shiny in der Runde dabei ist. Euch könnte ich noch ein bisschen anders positionieren. So vielleicht, keine Ahnung, muss reichen. Wir werfen das jetzt mal hier überall ein. Bei den iPhones muss ich jetzt wieder einladen. Ich habe mir die Leute wieder mit einem Punkt markiert. Drücke ich einmal hier, einmal da, dann sehen wir hier. Der Gamer GH, Shiggy, Carsten, Genaya, Kuli, Chevy, Claudi, Bestes Lama. Wem fällt was auf? Es sind nur 9, die ich einlade. Einer fehlt nämlich, und zwar der Fabi. Der Fabi fehlt. Fabi hat bis jetzt immer noch nicht die Freundschaftsanfrage angenommen. Alle anderen haben angenommen, alle anderen habe ich mir markiert. Fabi wäre ein neuer Freund. Selbst wenn ich jetzt hier sortiere nach Freundschaftslevel, es steht keiner dabei, der neu ist. Er ist also nicht dabei. Schade, das wäre noch ein Platz gewesen, den jemand hätte einnehmen können von den anderen, die zu spät kamen. Jetzt kann ich aber auch nicht extra nochmal einen adden. Deswegen müssen wir das jetzt leider so machen. Das lege ich mal hier drunter. Das lege ich da oben hin, das lege ich hier rüber. Wir wählen einfach nichts aus. Ihr habt gesehen, was ist am besten? Theoretisch Eis. Eis-Pokémon mit Eisattacken wären wohl die besten Konda. Also wenn ihr ein Krypto-Mamutel habt,
Das wäre wirklich heftig. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Mega Rex Blizzard nehmen. Ihr könnt Mewtwo mit Eisstrahl nehmen. Nehmt einfach irgendwas. Nehmt einfach das, was vorgeschlagen ist und wundert euch dann, wieso es nicht geht. Jetzt habe ich euch hier aufgebaut. Ihr seht das ja. So liegen die Handys wie immer am Start. 6 Stück. 6 Stück plus... Warum sind wir 16? 6... Wer hat sich denn da reingeschlichen? Das geht doch nicht. Irgendeiner ist hier, der eigentlich nicht hier sein dürfte. Vielleicht ein Spoofer? Wir gucken mal kurz durch. X-Styling und X-Sly und MK irgendwas und... Ja, toll. Da macht man den Raid schon extra nicht, wenn der Raid losgeht. Man macht den Raid extra später, damit man seine Ruhe hat. Was passiert dann? Es kommen 10.000 Fremde sozusagen. Es kann natürlich jetzt dazu führen, dass einige gekämpft haben, einige die Einladung angenommen haben und dann bei denen dort stand, dass die maximale Anzahl an Fernraidern erreicht ist. Das ist natürlich Mist. Das heißt, ich werde jetzt hier überall rausgehen versuchen. Ja, wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen. Wer sich fragt, was das jetzt soll, wenn ich natürlich die Leute einladen will und die Leute nicht reinkommen, weil wieder 10.000 Fremde drin sind, dann mache ich das Ganze einfach nochmal. Ich öffne nochmal eine neue Lobby. Ich lade nochmal genau dieselben ein, die ich eben eingeladen habe. Die von denen, die jetzt reingekommen sind, die haben den Raid ja jetzt fertig gemacht mit den anderen, mit den Fremden, ja? So, also nochmal. Und die, die jetzt nicht reingekommen sind, haben die Chance, jetzt reinzukommen, wenn ich nochmal einlade. Weil jetzt ist ja der erste Teil erstmal abgefrühstückt. Kann natürlich sein, dass die gesehen haben, war es Lobby voll, keine Fanraider mehr möglich, maximale Anzahl an Fanraidern. Deswegen haben die das Handy dann vor Wut an die Wand geworfen, haben nichts mehr gemacht. Das kann natürlich sein. Da bin ich halt nur zu sechst. Kann passieren. Auf jeden Fall ist so sichergestellt, dass alle in der ersten Runde das erstmal geschafft haben, haben ihr Zeug fertig gemacht. Und wer jetzt die Einladung trotzdem noch sieht und trotzdem noch mitmacht, wird wenigstens von den anderen, die vorher nicht reingekommen sind, mitgezogen. Momentan sehe ich 7, das heißt, einer ist wieder mit da. Das ist der Chevy. Das heißt, der Chevy kam sicherlich in der ersten Runde nicht mit rein, weil die maximale Anzahl erreicht war. Chevy ist aber jetzt da. Alle anderen waren dann entweder in der ersten Runde oder verpassen jetzt die zweite Einladung. Das kann natürlich auch sein. Da werden dann wieder Kommentare kommen. Ja, ich kam nicht rein. Was ist denn das für ein Beschiss? Ich habe doch geedit und sonst wie. Keine Sorge, der Ramses kümmert sich. Aber mehr als nochmal einladen kann ich natürlich nicht. Obwohl wahrscheinlich keiner damit gerechnet hätte, dass ich jetzt rausgehe und dass ich nochmal einlade. Ist wieder blöd gelaufen. Vielleicht muss ich das nächste Mal wirklich eine private Gruppe machen. Ich muss halt sehen, dass ich mit allen 1000 Accounts irgendwie 200 Mal diesen blöden Code eingebe, dass ich reinkomme in dieselbe Gruppe und wir den einfach machen können, genau mit den 10 Leuten, die da sind. Warum ist denn, was ist denn hier so laut jedes Mal? Ich verstehe das nicht. Das nervt einfach komplett. So, jetzt habe ich die Hälfte vom Kampf verpasst. Jetzt kämpfe ich mit dem Chewie alleine. Chewie, Grüße gehen raus. Wir machen das Ding. Ich habe 6, du hast 1, sind 7. Passt auf jeden Fall. Die ersten haben es natürlich geschafft. Der Rest, ja, steht da, wartet immer noch auf Einladung wahrscheinlich. Schreibt euren Hate einfach unten in die Kommentare, was hätte ich machen sollen. Vielleicht nochmal eine Nachricht absenden, wo ich nochmal reinschreibe. Neue Einladung kommt um 10.30 Uhr. Dann wäre der Raid aber auch schon weg. Das heißt, ich hatte nur die Wahl, entweder selber durchzuziehen und auf den Rest zu kacken oder rauszugehen und einfach nochmal neu einzuladen für die, die nicht reingekommen sind. Hab mich für das zweite entschieden. Wenigstens konnte ich Chewie noch retten.
Wer nicht reingekommen ist, der kann es ja mal drunter schreiben. Oder wenn ihr jemanden gesehen habt, wer euch aufgefallen ist, könnt ihr das auch mal drunter schreiben. Ihr könnt ja wieder Detektiv spielen. Als ich die Lobby durchgescrollt bin und ihr vielleicht den Namen gesehen habt, wenn ihr die abgleicht mit denen, die davor da standen, die ich einladen wollte, plus die, die dann drin waren, seht ihr, wer nicht drin war, minus denen, die in der zweiten Runde dran waren, was ja nicht so schwer ist, weil das ja nur einer war, dann habt ihr genau die Leute, die nicht reingekommen sind. Und hier macht es schon wieder irgendwas, was es nicht soll. Ja, jetzt startet die App neu. 10.07 Uhr, der Raid müsste aber noch da sein. Ich glaube, spätestens 10.10 Uhr oder so ist er, glaube ich, weg. Obwohl, wenn ich Pech habe, ist er jetzt wahrscheinlich auch schon weg. So, der ist auf jeden Fall tot. Selbst mit 7 Leuten 200 Sekunden Restzeit ungefähr. Ja, noch 4 Minuten wäre der Raid da, als es 10.07 Uhr, also 10.11 Uhr wäre er dann weg. Wir drücken das mal alles durch. Dann sind wir gespannt, ob irgendwo ein Shiny drauf ist. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass die Shiny-Rate vielleicht doch ein Stück erhöht ist, dadurch, dass das nur so kurz da ist. Und alle, die immer lustig rumspoofen, haben gestern schon wieder gesagt, Shiny, Shiny hier, Shiny da. Ich mache meinen ersten wirklich erst jetzt, da das Teil an sich eh nutzlos ist. Wir die Raid Mania haben am Mittwoch, ich bei der Raid Mania eure Einladungen annehmen und dann ist das das, wo ich richtig Gas gebe, aber halt nur, weil das Format so genial ist. Hier haben wir als Bestes 2029, alle anderen sind unter 2000. Wir nehmen also den hier mal mit. Ah, die ganze Zeit da unten gehangen und den Rücken zusammen gekrüppelt. Wir nehmen den mal mit, wir drücken hier mal drauf, wir gucken mal, ist da ein Shiny? Sieht normal aus mit 2019. Okay, wenigstens über 2000. Daran kann ich ja dann lesen, wie gut der andere vielleicht ist. Und erstmal rausfinden, wie man hier wieder wirft. Kreis müsste relativ klein sein für einfach fabelhaft. Ich glaube, da würde ich den meisten empfehlen, auf großartig zu gehen. Natürlich ist das wieder halt ein fliegender Boss. Der fliegt wieder die ganze Zeit nach links und nach rechts. Das hasse ich immer so sehr. Hier, genau wenn er links ist, kann ich nie werfen. Wenn er rechts ist, kann ich vielleicht noch werfen. Ich warte aber am liebsten natürlich immer, bis er in der Mitte ist. Aber in der Mitte musst du dann noch erstmal angreifen. Jetzt greift er an. Wir curven, wir werfen, einfach fabelhaft. Der Kreis ist auch perfekt eingestellt. Da brauchen wir am Kreis gar nichts mehr ändern. Brauchen jetzt halt nur Geduld. 14 Bälle noch. Wie viel habe ich denn schon geworfen? 3? 14? 15? 16? 16 oder 17 Bälle? Ich glaube 17 waren es ungefähr. Hängt er da auf seiner Wolke? Egal. Bei den drei anderen wird es dann auch so. Ich denke mal wirklich, dass die Tiergeister bestimmt einen höheren Kreis haben, also einen größeren Kreis, weil die sind doch insgesamt auch viel mächtiger, viel wuchtiger, viel breiter, viel länger, viel irgendwas. Der sieht halt einfach so klein aus. Und wenn er nur so klein ist, ist ja klar, dass so ein kleines Pokémon nicht so einen riesen Kreis haben kann. Obwohl das geht auch. Sieht man ja bei... Ja, bei was? Seemobs? Nee, bei irgendwas. Was ist das typische Pokémon, was nicht groß ist, aber einen riesen Kreis hat? Wer da ein Beispiel hat, kann es auch mal reinschreiben. Jetzt habe ich den Wurf versemmelt. Die Sonne blendet auch. Ich glaube, der Kreis hat sich auch verstellt. Ah. Ist auf jeden Fall alles nicht perfekt. So, so, so. Ja, er greift an. Wir curven, wir werfen. Ne, der Kreis passt noch. Lande 3 gute Würfe hintereinander. Da können wir gleich noch eine Quest erfüllen. Wenn wir uns Mühe geben. So. Ja, und er hängt wieder rechts. Wenn ich nach rechts werfe, dann treffe ich vielleicht den Boss, aber ich treffe definitiv nicht in den Kreis. Aber ich möchte die Aufgabe fertig machen. Also wir warten, bis er in der Mitte ist. Es kann sich wirklich nur manchmal um Stunden handeln, wenn er nämlich rechts festhängt und die ganze Zeit herumpeitscht. Jetzt verstehe ich auch, wieso manche gesagt haben, hey, warum schneidest du nicht eigentlich deine Videos? Oder warum machst du keine Cuts in die Videos? Ich habe immer gedacht, was für Cuts denn? Als ich bei dem Ramses Kitchen Video saß ich da mit der gefrorenen Pizza, hab gesagt, die machen wir uns jetzt warm und dann melden wir uns gleich zurück, wenn die fertig ist, um zu gucken, wie die schmeckt, ja.
dann gab es einen Cut und dann saß ich mit der fertigen Pizza da. Und dann wollen die Leute mir erzählen, dass ich keine Cuts in die Videos mache. Aber es gibt ja viele Leute, die machen wirklich Cut für Cut für Cut für Cut. Selbst wenn die einen Satz sprechen, wenn die sagen, die Wiese ist grün, da geht's die, dann ist ein Cut, Wiese, Cut, ist, Cut, grün, Cut. Jetzt musste ich erstmal den Sinn von dem Satz, nee, den Satz an sich wieder daher halten. Und jedes Mal aus einer anderen Perspektive und jedes Mal sitzen die anders da, jedes Mal gucken die anders, vielleicht haben sie noch was anderes an, das verstehe ich dann zum Beispiel nicht. Versprechen die sich so oft und dann müssen die nach einem Video, nach einem Wort dann immer überlegen, was wollte ich jetzt als nächstes sagen? Und deswegen müssen die so oft einen Cut setzen. 9 Bälle immer noch, hält sich hartnäckig, also... Also wenn ihr viel Geduld habt, lässt er sich trotzdem eigentlich gut werfen. Ist halt kleiner der Kreis, aber meistens scheitert es an der Geduld. Deswegen habe ich mir schon abgewöhnt, auf den kleinen Accounts immer die legendären zu fangen. Das ist auch eins, wo ich jetzt nicht unbedingt einen 100er bräuchte. Außer es geht wieder um Formenwandel. Das ist ja auch ein Thema, was wir schon mal hatten. Wurde ja auch im Datamine schon was dazu entdeckt. Und Demeteros würde sicherlich ja dann auch dazu zählen, wenn ihr jetzt ein 100er in der Inkarnationsform habt, dass ihr mit dem Formenwandel sicherlich eine 100er Tiergeistform basteln könnt. Und dann wäre es natürlich krass, wenn ihr das als 100er in der Tiergeistform habt. Weil von den Tiergeistern ist das, glaube ich, das Stärkste, das Nützlichste, erreicht die meisten WP, hat das beste Einsatzgebiet. Wo ich euch nicht mal sagen kann, als was, bei was, wie auch immer. Oh, wie Kyokre. Das heißt, Demeteros und Kyokre, ein und dieselbe Person. Ja, mit seiner Mozart-Frisur. Bruder, ich glaube, ich fand den blauen fand ich trotzdem irgendwie am coolsten vom Design her. Obwohl ich den blauen damals ja verpasst habe, weil mein Account damals 30 Tage weg war. Musste mir den später dann rübertauschen. Jetzt geht es aber auch darum, fällt mir gerade ein, ich versuche doch auch immer jedes Legendäre als Lucky zu haben. Den Lucky-Eintrag aber meistens mit einem Shiny zu machen. Das heißt, ich brauche ja trotzdem auf den kleinen Accounts irgendwo ein Shiny Demeteros. Muss dann halt einfach nur 300 Jahre warten, bis wir mal Glücksfreunde sind und kann mir dann ein garantiertes Lucky Shiny Demeteros geben. Für den Lucky-Eintrag. Ich glaube, genau bei diesen drei Viechern habe ich noch gar nichts gemacht. Man kann natürlich auch den Lucky-Eintrag mit den Tiergeistformen machen. Also braucht man eigentlich nicht Shiny Lucky. Man bräuchte einfach nur was Sinnvolles als Lucky. Und eine Tiergeistform ist auf jeden Fall sinnvoller als die normale Wolkenversion. Ah, oh, immer noch 5 Bälle. Langsam weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Die Arme frieren auch ab, weil die ganze Zeit am Auto kleben. Komm, jetzt mach doch bitte was. Den Rest nehme ich sowieso mit. Den Rest. Normalerweise würde ich jetzt überall fliehen. Bei den Kleinen gehe ich jedes Mal, wenn ich im Fangbildschirm auf Flucht. Immer wenn ich im Fangbildschirm bin, gehe ich auf Flucht, tippe was Kleines neben der Arena an und fange das einfach. Nur damit ich halt was gefangen habe und das fertig ist. Bei ihm weiß ich noch nicht, was wir machen. Wir können es aber mal bewerten mit 2019. 15, 10, 14. Kloster Fesra, wunderbar. So, ich bin mal gespannt. Ich guck mal ganz kurz hier nochmal auf YouTube in die Kommentare, ob da schon irgendwas steht, ob irgendjemand irgendwas gesagt hat. 27. Nochmal auf. Neueste zuerst. Bitte könnt ihr den Raid zweimal machen. Trainercode, es können mich ja Leute eden. Also wir haben theoretisch, haben wir den Raid ja zweimal gemacht. Das Problem ist, wie soll ich, wenn ich einlade mit dem, wie soll ich den zweimal machen? Wenn ich den gemacht habe, dann ist das Vieh weg. Dann kann ich den theoretisch nicht nochmal machen. Wir fangen jetzt vielleicht das andere hier noch, aber nicht hier. Das werde ich jetzt alles eintönen. Wie gesagt, so sieht das dann aus. Da liegt der Rest. 2029 dürfte aber auch nicht dann der krasseste sein. Den 100er Wert hätte ich mir eben angucken müssen. Habe ich auch vergessen. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr jetzt dabei wart, schreibt es mal rein.
wenn ihr nicht dabei wart, wenn ihr die seid, die nicht reingekommen sind, weil die Fanraider voll waren, schreibt das auch mal rein. Und warum ihr nicht dabei wart, als ich das zweite Mal eingeladen habe. Vor Wut die App ausgemacht oder erstmal einen Hater-Kommentar geschrieben. Ich weiß es nicht. Unter dem Video werde ich sicherlich eine Lösung dafür finden. Vielleicht sind sogar auch alle reingekommen. Weil eigentlich wären wir ja nur 15. Das heißt, ich hätte ja sowieso nur 9 Leute eingeladen. Minus Chevy wären es 8. Vielleicht haben es die anderen 8 trotzdem in die andere Lobby geschafft. Wenn nicht alle mit Fanraid-Pässen drin waren von den anderen Fremden. Weiß ich jetzt nicht. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Schön im Schatten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.